Thank you. I know about the Blood Moon. Dumm. Eine Armee an Mini-Roombas, meine Damen und Herren. What is this game? If you said a piece of art, beautiful, gorgeous, majestic, and amazing, you're correct. Spoils of War. Ja, ja doch. Alright. Ich suche leider immer noch eine sehr große Anzahl an Silent Princesses und Nightshades zum Upgraden von allem. Oh wow, ihr habt mein Schwert auf dem Gewissen, Leute. Xarat nun gerne, aber ne? Danke, Psydon. Iron Shroom. Stamella. Okay, das war das eine Monster Control Team. Ich mache jetzt einmal jedes Monster Control Team. Vielleicht gibt das irgendwann eine Endquest oder so. So, das war Tier 1. Dann ist das hier das zweite Squad. Und wie es aussieht, gehen die für die Akala Citadel. Which, für Leute, die Age of Calamity nicht gespielt haben, das war der Ort, wo basically die große Entscheidungsschlacht gefallen ist. Also auch in der Lore, wo nicht Age of Calamity die Zukunft gerettet hat in der Alternative Timeline. Sondern in Akala Citadel waren die Soldiers bis zum letzten Mann. And they all died. Thank you, Ganon. Wait a moment. Dieser Ort hier, ne? Bei den Zoras. Irgendwo hier waren relativ viele. Blue Nightshades. Ich glaube irgendwie an einem der Dinger dran. Würde unter mir oder hinterm Wasserfall Sinn machen? Wahrscheinlich, ne? Or are you serious? Good enough, I guess. Na, wisst ihr Bescheid. Kam von oben, okay. Okay, nicht von so weit oben, wie ich dachte, aber er kam von oben, ja. Meine Aussage war nicht komplett, aber richtig.
Ah ja. Nein, okay. Alles klar, Jane. Dir eine schöne gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Und ich wünsche einen schönen Pfingstmontag. What the dog doing? May I have this, please? Ja, genau. Knüppel die nieder, Leute. Rein da einfach. Danke, danke. Schulu. Pfingsten ist ja auch Mühlentag, ne? Meine Mutter hat gesagt, sie will Mühlen suchen gehen oder so. Aber ich sag mal, wie es ist. Für mich eher nichts. So. Ihr hier. Ich brauche eure Materials. Ja, vor allem eure Augen. Für eines meiner Crafting Sets. Jetzt habe ich einen Boomerang aufgehoben. Hier, nimm diesen Boomerang, an dem mein Bogen dran ist. I don't know what I expect. Entschuldigung. Cool, ich halte die Taste gedrückt, ne? Und er macht es trotzdem nicht. Jetzt macht das. Garbage. Blue Nightshades. Hier sind sie. Hier ist der Ort, den ich meinte. Nein, das sind sie nicht. Ich schwöre, das war hier. Kam da gerade eine Fairy aus dem Gras? Oh, da möchte mir jemand zeigen, dass da hinten was ist. Da ist eine der Blue Nightshades. Let's go. Das kleine Vieh. Für normal wurde mir gesagt, es läuft immer in die Nähe von Höhlen. Und ja, beim ersten Mal ist es auch tatsächlich in eine Höhle gerannt. Rallis Channel. Rallis. Na, Korok, how are you doing? Für eine andere Quest, ne? Das Ding ist ja von oben runtergefallen. Sehr schön. Swift Lotus noch ein bisschen mitnehmen. Fleet Lotus Seed, okay. Deutsch hießen die Swift oder so? Keine Ahnung. Swift würde ja das Englische eher sein. Naja, egal. Ah ja. Willkommen zur Schreinaufgabe. Take the crystal and bring it from A to B.
Sehr schön. Wir wollen ja auch Schreine nebenbei machen. Von daher I double win. Ich verstehe nicht ganz, warum wir Segel in einer Höhle bekommen. Also außer, du kannst mit dem Ding in ein Segel reinpusten. Aber wenn das geht, weigere ich mich noch mehr, es zu verwenden. Weil so funktioniert das nicht. Ne? Also, das ist genauso, als würdest du dich, als würdest du in ein Blatt Papier reinpusten und dich wundern, warum du dich nach vorne bewegst. Das ist... Lo and behold, garbage. Ah, okay. Das, man gibt mir die Dinger, damit ich, anstatt zu bauen, könnte ich mir auch quasi so ein Wirbelding machen. Ne? Und wir könnten manuell darüber. Actually, haben wir einen Stick oder so liegen? Stick Moment. Weißt du, das Game gibt dir immer mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, man könnte wirklich so eine Art No-Technology-Run machen oder so. Oder Low Technology oder sowas. Weil anstatt halt einen Propeller könnte ich, hat das Spiel schon recht, ich könnte auch mir so ein Korok-Ding machen und halt mich darüber wedeln. Zugegeben, das würde ziemlich dämlich aussehen, aber es würde funktionieren. Ich brauche übrigens hier die Sticky Lizards. Hier machen wir mal einen kurzen Abbieger, weil ich glaube, hier ist der Bubble Frog drin. Lo and behold, I was correct. Wenn irgendwann mal unter einem Stein in der Höhle ein Korok drin ist, dann I'm going to lose my shit. And frankly, I think I'm not the only one. Easy delivery. Geh doch ab, wollte ich gerade sagen. Blessing. Und jetzt zur Kala Citadel. Eine kurze Unterbrechung später. Erstmal Kekse nachfüllen. Na komm.
glaube, das sind sie. Genau auf der Brücke, okay. Ey, jetzt Zeit gehabt, danke. Wollen wir danach mal den da probieren? Den Thunder Gliok? Wir brauchen halt. Eigentlich, wir haben weitaus mehr als genug Weapon. Plus noch ein bisschen Fuse-Stuff, noch ein bisschen davon. Plus wir machen uns wet. Actually, wenn wir gegen den Elektro-Typen kämpfen, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich unbedingt wet machen will. Aber hey. Moin, Torren. Ah, fuck. 4 Uhr morgens. Jetzt sind die gerade aufgewacht. Yeah, so we have an orbital cannon. You might wonder why we have an orbital cannon. I couldn't tell you, but we do have one. Orbital Cannon. Das sind wenigstens Ritter. Die aus der ersten Abteilung, die waren Citizens. Funktioniert bei Gliox leider nicht. Glaube ich. Ich habe zumindest noch nie jemanden nach mir schlagen sehen, was ich countern könnte. Cool stuff.
I mean, why not use it? Das Problem wird sein, er wird einen Thunderstorm machen, während wir in der Nähe sind. Das heißt, entweder ich stunne ihn almost instantly, oder all meine Weapons sind basically useless, weil ich größtenteils nur Metallic Weapons dabei habe. And he will fuck me for that. You know, you weren't what I tried to find, but I take you, I guess. Come That should work. Okay, wir machen es ohne die Drohne. Habe ich gerade so beschlossen. I mean, hey, what could possibly go wrong? I will have regrets. Warum? Warum darf ich nicht angreifen? Meine Controller zieht es gerade komplett nach links. Das ist unglaublich unhilfreich gerade. Okay. Eine Sache, die wir jetzt sofort machen müssen. Poseidon, make me wet.
Oh mein Gott, guck dir den Damage an. Yep, wet is the way to be. Also die Viecher sind eine komplette Nachnummer, wenn du die einfach stunlocken tust. I mean, yeah, just stunlock him forehead. Aber es ist relativ einfach eigentlich. Drei Hörner und Flügel? I guess that's it, yeah. Irgendwie gedacht, die haben noch was extra. Nö. Nö. Okay. Okay, das war ein Gliok. Effectively brauchst du eigentlich nur einen Fan auf dem Boden. Und Damage. A lot of damage. Aber die Zora-Weapon mit einem Lionel-Ding, dass es mal 2 Damage macht, insane. Ich meine, habt ihr gesehen, wie schnell wir uns durch dem sein Leben durchgefoodet haben? Okay. Ist das Chili con Carne? Spicy meat stew. Neato. Mine. It was yours. Now it's mine. Come with your spoons. Sie haben eigentlich gesagt, die sind in der Nähe von denen hier. Hier oben ist auch irgendwo ein Frost-Gliok, wenn ich mich nicht täusche. Ja, was ist östlich von hier? Ich hoffe, die Typen. Ah, er meint
Oh, danke. Thank you. Ich glaube, er meint das da. Obwohl, das ist, naja, von da aus East wäre er hier so in der Richtung, aber... Ja, ne? Plus, minus ein bisschen. I would like to know if somewhere the monster control group is. Yeah. Where could they be? Oh. I would like to have a ball fart. Oh. 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 Da ist der Glirk. Hey, Wildlife! Don't run away. I have decided it is your time to die. Oh! Ich wusste nicht, dass du so einen Move kannst. Dagegen mache ich natürlich gar nichts. What the fuck? Danke, Pferd. Das beantwortet aber trotzdem nicht ganz, wo... What the fuck? Das beantwortet leider nicht so ganz, wo ich eigentlich hin möchte. Ich dachte halt, die sind irgendwo hier. Haben wir noch irgendwas anderes gesagt? Eigentlich nicht. In der Nähe von Snowfield. Ah, wahrscheinlich eher in die andere Richtung. Weil es muss ja auf einer Straße sein, wo Leute durch wollen. Und das ist immer der Fall so. Die Monster Control Group wird ja nicht einfach komplett in die Mitte von nirgendwo hingehen. Fucking Donkey! Nice donkey, by the way. I like him. Fuchs. Tot. What? Perfekt. Einmal fürs Kompendium und für Mr. Ich brauche Bilder für Paraglider-Design.
to reach my friend. With you, my boy, the only thing you need is to stick up your ass. Aber ja, die scheinen da unten zu sein. One second, please. Did you know that I can kill you and get a sapphire out of it? Oh, okay. Das ist die. Also wir haben einmal die Citizens Group, die Soldier Group und wir haben die. Wie seht ihr aus? Ihr habt mehr Rüstung als die Citizen Group, aber weniger als die Soldiers. Und ihr habt Gorons. Ihr seid die Exploration oder die Adventure Guild oder so. You want to get rid of that ball? Yeah, let me show you a trick. I took it and put it on me. Atombombe! Moment! Du auch. Na du? Bist noch in der Weapon Selection. Kannst du nicht ganz entscheiden, was du nehmen sollst. Das ist totally fine. You know, it may sound dumb, but he is indeed trapped in there. So, ladies and gentlemen, I would say it's time again to violate the Geneva Convention in multiple ways possible. Leider funktioniert das nicht. Oh mein Gott, man kann ihn stunnen noch. Oh mein Gott, this is beautiful. Okay, one second. Funktioniert die andere Variante davon? Thank you.
Ey, danke. I find it insanely amusing. All das, was wir machen, ist zwar unglaublich effektiv, but I can assure you, every single one of this is a complete war crime. And boy, I dig it. Can't carry more? Das ist doch kein Wunder bei dem Garbage. I really find it fucking amusing. Du kannst den großen Typen einfach du kannst ihm einfach in einen kleinen, in einen für ihn viel zu kleinen Cage packen und setzt den Cage unter Strom. And he can't do anything. It is the most wonderful thing ever. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stellt euch vor. Das könntest du Early Game richtig einfach machen, wenn du kaum Batterie hast. Du nimmst den Cage, hast die Batterie oben drauf, also diese Elektrobatterie aus einem von den Shrines, und einen Elektroemitter an der Seite. Der Elektroemitter macht dem Gegner Damage und lädt die Batterie auf. Und wenn der Emitter aus ist, und deine Batterie Recharge tut oben die Batterie dafür sorgen, dass er immer noch weiter geschockt wird. It is amazing. Two-handed weapon. Yeah. I really love that. Aber ja, ich kriege derzeit unglaublich viel Schaden. Könnte daran liegen, dass das hier gerade mal Rüstung Level 1 ist, ne? Ja, 15 insgesamt. Ich meine, wir könnten es hochleveln, aber wir brauchen dafür Warm Safanias, welche wir, glaube ich, ausschließlich von hier bekommen. Vorm Lavagebiet, aber im warmen Gebiet. Ich glaube, man findet die Dinge auch in der Nähe von Gerudo Town. Oder in den Canyons zumindest. Aber da auch. Naja, das war in Dingens auch schon immer so. In Breath of the Wild. Wenn du einen Dog lange genug gefüttert hast, hat er dir einen Schatz gezeigt. We should do that actually. Mein Boy, du könntest Glück haben und gehst in dieselbe Richtung, wo ich auch hin will. You are indeed lucky, my boy. That is actually where I want to go.
und noch mehr Koroks auf dem Weg, einen Korok abzuschließen. How many of you exist? I see we are in a great need of trimming down the forest. Ach, das ist so ein Stück. Spine, also Wirbelsäule. Bananas. Oh, we found our time. Nur einer? Seems like it, yeah. Nur einer. Mein Boy. Wo ist dein Friend? Oh. Just a weeny tiny bit more. There you go, dipshit. Idiots. How? Do I need to understand that? Anyway, wir sind komplett in die andere Richtung gegangen, von wo wir eigentlich hin wollten. So, mit dem Thema, der Korok liegt ja auf dem richtigen Weg. Hülle. Keine Hülle. Hello, Dogu. Da ist eine Höhle. Warum kommt mir der Name Prison bekannt vor? Ach, das sind die Typen, okay.
Das habe ich zu schnell weggeklickt. Okay. Ah ja. Schön, dass wir gerade darüber schon mal geredet haben. Mr. Dongo. Would you like some apple? Would you like some tomato? Would you like a banana, maybe a splash fruit, and some strange mushroom? Okay, mehr als 5 ist er nicht. Ach Gott, ich hab's gerade mit Ultra Hand gesehen. Oh my god. Someone show was funny. Na, come on, Dongo. Show me the real one. This one. Yep. Ember trousers. All right. A million chest, like 30. Just a regular old bottle. Hast du das Papier in der Bottle gesehen, mein Boy? Okay. Ich werde 2 davon öffnen. Ist in jedem davon ein grüner Rubin. Okay, I will no longer open them. Ich könnte mir jetzt auch schreiben, wo was ist, aber das Game macht es natürlich schon selber. Anyway. Wo ist der Frongus? The real question needs to be asked. Yeah.
fuck, ich brauch die. Ich brauche nur meine Stone Boyos. Actually, weil ich sie jedes Mal vergessen werde und wenn ich die sehe, mein Hirn sich ausschaltet, um sie einzusammeln, lass mich gleich die Sneak Armor anziehen, damit ich eine Möglichkeit habe, die Viecher mir entgegenzunehmen. Ja, die meine ich. Besseres Bild. Are you serious? All right. So, alles was irgendwie ein Critter ist, wird direkt mitgenommen. Aber vor allem brauche ich diese Blümchen. Ja, mein Junge, dein Friend ist leider in die falsche Richtung. Das tut mir sehr leid. Not really. Go die in a fire. Idiot. Certified Dickhead. Ich erwarte eigentlich die ganze Zeit, dass hier diese Blümchen-Dinger sind, aber na, not really. Noch 28 Punkte. Okay. A hurrah whole bird. What's im Fixen diese Warm Safinias? I need them for my cold exploration days. Zugegeben, ich brauche auch jedes andere Item, was irgendwie Warmth sagt, von daher big profit either way. Ihr habt andere Sachen zu tun. Und zwar ich selbst. Nicht die Waffe. Warte mal. Go Go Gadget Eis. Was lange wir es dabei haben. Right.
Okay, der hat mich gekillt. Ich will gerade sagen, ich kann ihm erstmal das gesamte Fleisch hinten aus dem Rücken rausziehen. Not quite. Aber egal, werde ich wenigstens den ganzen Fäden los. Ihr wisst, ich bin kein Freund davon, irgendeine Challenge tatsächlich dann mit Fäden zu bestehen. Revives are dog shit. Ich kann mir leider nicht aussuchen, ob ich die verwende oder nicht. Von daher, naja. Wo finden wir diese Warm-Saffiniers am meisten? Wir haben hier 25 Grad. Meint ihr eigentlich, das hier zählt schon als... Warte, wir können das ganz leicht herausfinden, ob das zählt oder nicht. Ob das als Warm-Weather-Attack zählt. Sieht nicht so aus, als ob es zählen würde. Nein. Also es muss wirklich extrem heiß oder extrem kalt sein, damit die Wetterboni zählen. Which is kind of sad. Weil es nur sehr situational ist, wann das ist. Moment.